Oh, ist das nicht schön warm hier, Svetlana? Ja, Frank, herrlich. Weißt du was? Leben mit Grünkohl, das ist viel besser als ohne. Prost. Hier. An einem geheimen Ort in der sonnigen Karibik bekommt unser Grünkohl den letzten Feinschliff. Das ganz besondere Klima und die heiße Sonne geben ihm ein ganz besonderes Aroma. Und die Vitamine, Frank, Vitamine, das darfst du nicht vergessen. Nein, natürlich nicht, meine Königin. Meine liebe König, weißt du was? Ich möchte gerne die gute Mutter für unser Erfolg sein. Ja. Ich liebe es, wenn euch gut geht. Wenn ihr gesünder werdet. Guter Kuchen. Glühwein. Spiele, die Spaß machen. Tanzen, dafür stehe ich. Und weißt du was? Die Küche, das ist meine Zuhause. Apropos Zuhause. Ich habe da einen kurzen Film über Eddie Marley gedreht. Film? Eddie Marley? Hat das nicht mit dieser verrückten Region Jamaika zu tun? So ungefähr, Svetlana. Aha. Lass dich einfach überraschen. Interessant. Hey Leute, hier ist euer Eddie. Ich sag euch, seitdem ich Pensionär bin und in der Karibik auf den Oldenburger Grünkohl aufpasse, geht mir das richtig gut. Jeden Tag pfeife ich mir 2 Tüten von dem Shit rein. Ich sag euch, das ruft aber richtig. Und noch was sage ich euch, es ist soweit, der Kohl ist gut. Ich bringe euch den Kohl nach Oldenburg am 9. Februar. Meldet euch zur Kohlfahrt an und joint die Party. Peace, euer Eddie Marley. Konzentriere dich, mein Schnuckelchen. Ach, Entschuldigung. Ja, klar. Ja. Hast du etwa wieder von dem Grünkohl genascht? Ja. Ja. Ich kann dich so gut verstehen, aber nachher ist nicht mehr genug für unser Volk ja. Da. Ja, weiß ich, weiß. Ja. Frag nicht, was ihr für euren König tun könnt. Ich frage euch, was ich für mein Volk tun kann. Und das ist genau richtig, mein lieber König. Weißt du was? Das musst du mehr Gedanken über Karriere ein Stich jeder von unserem Volk machen. Ja, was meinst du, wenn du dich jetzt ein bisschen mehr für die Bildung unser Volk einsetzen kannst? So, dass jeder die gleiche Chance hat. Echte Gleichberechtigung. Ja. Sogar König könnte man dann werden. Und Königin auch. Svetlana, du bringst mich gerade auf eine gute Idee. Darauf müssen wir anstoßen. Welche gute Idee hat der König? Kann die Welt doch noch gerettet werden? Und was bedeutet es wirklich, wenn Eddie im Geheimdienst ihrer Majestät ist? Eine Antwort auf diese Fragen lässt nicht lange auf sich warten.